So, jetzt warte. Dersim, was ist denn los? Was ist denn eigentlich dein Problem? Wieso greifst du uns Ich immer wieder an? Bitte weiß schön. gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Der Sakura hat mich angegriffen. Schüler, Dersim, ich frage dich ich noch nehme dich einmal. Warte, nicht mal ernst. Sakura, Du ich musst. rede gerade mit dem Dersim. Alter, Wahnsinn. Ihr seid wirklich voll anstrengend. Schau mal, Dersim, ich rede jetzt mit dir auf Ja. vernünftige Art und Weise. Ja. Wieso beleidigst du? Weil du hast mich auch öfters beleidigt. Wieso machst du das? Was ist los mit dir? Ja, Weil Kranke so weil sind, was du willst du da für täglich eine Antwort Stream aufs drauf machst. machen? Lass ihn doch mal antworten. Boah, Ja, weil du bitte. täglich Stream-Offs machst, wo du über Gott und die Menschen herlästerst. Hast du Nein, nichts das ist Besseres zu eben. tun? Nee, Desim, du kapierst es immer noch nicht. Du bist doch täglich in meinem Stream. Du musst doch mittlerweile verstehen, was ich vorhabe. Ich Na, was denn? kritisiere eure Schriften. Ich kritisiere euch nicht als Mensch. Du hingegen greifst uns als Menschen an. Was willst du Merkst du den damit Unterschied? erreichen? Was ist denn genau Ja, dein aber Ziel, hast was du du gerade erreichen eben möchtest? zugehört? Ja, aber hast du gerade eben zugehört, was ich gesagt habe, Desim? Ich habe zugehört, ja, aber ich frage mich, Sehr was du schön, erreichen sehr schön. möchtest. Dann hast du auch verstanden, dass ich Muslime, Christen und Juden nicht hasse, sondern ich habe Probleme mit euren Schriften, was Glaube. menschenverachtend ist, Glaube ja? eher, du hast ein Problem mit dir selber, sonst würdest du nicht täglich live kommen und Dersim, solche merkst Themen du, dass du nicht ansprechen. in der Lage, Dersim, merkst du überhaupt, dass du nicht in der Lage bist zu reflektieren, zu verstehen? Ich mache nur Du eine hörst zwar richtig zu. Analyse. Ich mache nur eine Du machst Faktenanalyse. keine Analyse. Du bist ein Aber schwerkranker Typ, du Junge. kannst Ich doch habe dich auch nicht auf deine andere eigene Streams gesehen. Analyse machen. Du kannst doch nicht deine eigene Analyse machen, wenn ich dir das schon sag, wie ich empfinde. Aber was denn ist Die genau dein Kritik? Ziel? Was genau ist dein Ziel? Du musst doch Ja, ich einfach habe ein das doch Ziel öfters haben. gesagt. Ich möchte, dass die Christen und Muslime Ungläubige werden. Ich möchte, das ist mein Guck Wunsch. mal, Aber du bist doch Lara, hör schon mal. selber ungläubig. Ganz kurz, Lara. Warum? Guck mal, das ist jetzt nicht so, Okay, lass dass mal er kurz hier den mit Sakura dir. drauf eingehen. Aber nicht Nein. persönlich werden, Nein, Sakura, nicht bitte schön. persönlich Jetzt. werden. Guck mal, nicht, Lara, guck mal, du versuchst jetzt mit ihm irgendwie eine Diskussion zu führen. Das hat jetzt nichts mit deiner Kritik, dass er mit deiner Kritik nicht einverstanden ist. Also ich habe den Typen wirklich auch auf andere Streams Ich beobachtet, weiß, ich wo er grundlos, also wo wirklich nicht mal Islam zur Diskussion war, wo er einfach nur grundlos reingekommen ist und irgendwelche Jesiden einfach so aus Nein, seinem wie puren Hass traurig. beleidigt hat. Guck mal, Wie ich würde auch mit solchen traurig. Menschen, Lara, will ich auch gar nicht Yasim, diskutieren. hör Der mal zu jetzt. ist hirnkrank, wirklich. Der kommt einfach rein und hat einfach puren Hass auf bestimmte Menschen, bestimmte Gruppierungen, unabhängig davon, ob er mit der Diskussion einverstanden ist oder nicht. Er kann jetzt zum Beispiel dir argumentieren, er ist mit deiner Kritik nicht einverstanden, aber da, wo ich in den Streams war, da kam er einfach rein und hat einfach nur puren Hass verbreitet, ohne dass sie überhaupt da über Ja, eine das kann ich Debatte. verstehen, Sakura, schau mal. Der Typ ist krank, wirklich, der Typ ist krank und einfach nur geisteskrank. Und Ach, ich böser, böser Sakura, ich du böser, brauchst auch nicht mit böser. ihm zu Okay, dann diskutieren. machen wir mal kurz zu. Oder Dersim, ja. okay. Sakura hat dir unterstellt, dass du krank bist und gewisse Punkte. Ich kann das nachvollziehen, weil ich kenne dich eigentlich so, wie du bist. Hier, überall Ja. machst du immer irgendwie Stress. Woher kommt es? Was ist los? Was hast du für Probleme? Also, woher kommt dieser Hass bei dir? Also, wie du mir gesagt hast, ist dein Ziel, dass wir Ungläubige werden sollen, also nicht Genau. glauben. Und das schaffst du über TikTok? Kannst du bitte auf meine Frage drauf eingehen? Woher kommt denn dein Nee. Hass? Also wieso tickst du so? Wieso Wer tust du sagt Menschen angreifen in andere Streams? Was ist los denn, mit dass dir? ich Hass habe? Wer sagt denn Ja, sowas? aber Sakura, sag doch, dass du die Jesiden hier beleidigst, uns Ach, na beschimpft gut, und Sakura kann was doch weiß ich, böse was du hier sagen. alles machst. Sakura Bitte? kann doch böse sagen, wenn er tagelang ist. Ich schwöre bei Gott, du Ja, bist okay, immer noch der Dersim, Abschaum. ich bitte dich, sei doch Aber jetzt ist doch ehrlich. Schau Sport mal, ohne Gott? Oder sagt das Dersim, du Stämmer bist doch doch. jetzt. Ja, Dersim, du bist doch ein gläubiger Mensch. Ja. Wieso lügst du jetzt? Aber Dann das erklär Stämmer. uns doch mal bitte, vielleicht können wir ja dich ja verstehen oder dir auch helfen, wieso du so tickst, wie du tickst. Wieso? Was ist los mit dir? Aber Woher kommt das? das war ja die Unterstellung von Sakura und das kann man doch Ja. die christliche Guck mal, Taqiya von sei wenigstens Paulus. ein Mann und Jetzt wissen wir doch. steht zu deinem Verhalten. Sakura, Ich hast du die war christliche dabei, ich Taqiya von lüge Paulus nicht, ich war Also das dabei. heißt, Meister. du schämst dich für deine Tat und das heißt auch Nö, für mich, dass nö, du mit dir selbst nö. persönlich Probleme hast. Ich Was weiß habe keine ich, vielleicht wurdest Probleme. du nicht gut erzogen oder was weiß Lara, ich. er ist ein Täuscher, ein Woher Schleicher, ein muss Täuscher. es doch kommen? Warte mal, Sakura, ich möchte ihn nur verstehen.
Ne, und auch so dieses verzweifelte Lachen, was ich du hast wirklich große Probleme dessen. Ich Ganz mein's nur große, gut. ganz große Probleme. Ich mein's viel wirklich Hass gut. im Herzen, ne? Viel Hass im Es ist Herzen. sehr, sehr ungesund. Das Wie ist lieb von dir, dass du es so gut mit mir meinst. Ich muss da ja. fast Und weinen. dann die nächste Sache. Okay, alles schön und gut. Sagen wir mal, wir hassen den Islam, wir hassen bla, wir sind so böse und so voll die Teufel und so weiter, ne? Aber was suchst du denn in unseren Streams? Das heißt dann bist du mit einer von diesen Teufeln quasi automatisch, Na logisch. gut, wenn du den Stream täglich öffnest, frage ich mich natürlich, was genau denn dein Ziel ist. Und deswegen komme ich auch hier Das rein. habe ich Such dir doch dir einen vorhin gesagt. Psychiater, Junge. Such dir einen Das habe ich Psychiater und dir doch versuch erstmal vorhin deinen Hass zu verarbeiten, was du Aber in dir trägst. Sakura, diese Takia, hast du die von Paulus persönlich Nein, gelernt, guck mal, oder? es geht mir nicht darum, dass du jetzt mit uns diskutierst. Ich habe deinen Hass grundlos erlebt. Hass auf Menschen, Hass auf andere Völker, Religionen. Und das geht mir nicht um die Diskussion, die jetzt Lara führt. Ich weiß, ich habe selber dich live erlebt, wie du einfach in einem Stream Och gekommen bist nein, du und Armer, puren du bist Hass verbreitet hast, wirklich traumatisiert obwohl von diese mir. Menschen noch nicht Oh, mal, also es gab nur den Ostakura. Hintergrund, weil sie Jesiden waren, mehr Du nicht. bist doch Und sicher jetzt traumatisiert von meinem Hass. das verabscheue ich. Nicht, Ja, nicht deine und das Diskussion, ist die du halt, jetzt genau, mit warte Lara kurz machst, leise wieder. nicht die deine Warte, Diskussion, die du mit genau. Lara machst. Das Sakura, kritisiere ich warte. nicht. Sakura, versuch mich nicht umzustimmen. Ich habe meinen Dings. Also, so. Also, erst ich, Sakura, ich verstehe dich. Der ist meine Meinung zu dir. Du hast große Probleme mit dir selbst. Ja. Heißt du Du jetzt such dir Lara bitte oder Lara? Hilfe. Such dir bitte Hilfe. Lara Ja. oder Lara? Bitte? Heißt du Sarah oder Lara? Lara mit L. Sarah, ne? Junge, er denkt, er ist lustig. Junge, geh mal arbeiten, mal such dir einen Mann. Job oder versuch dir einen Bilal, was sagst du denn eigentlich? Super, Erstmal, warte, wir haben einen neuen Gast. Herzlich willkommen, Bilal. Guten Morgen. Was sagst du zu deinem Glaubensbruder? Guten Morgen, Bitte meine schön. Lieben. Es ist doch gerade offensichtlich, dass mein Bruder, der ist eben sich einfach gerade so lustig darüber macht, das, was Sakura sagt, ja. Der ist nämlich Findest du einfach. das aber okay? Findest du Lass dieses mich mal Benehmen bitte okay? eben ausreden, unterbrich mich bitte nicht, Lara. Du hast Ich mich kann dich unterbrechen, wenn ich möchte. Du bist im gefragt, Mainstream. Also findest du dass bitte du mich die, weil darauf du hast ja antwortest. Wenn du mich deinem fragst, Bruder hier antworte ich Dings dir auch einfach. gelobt. Du hast gesagt, warte mal ganz kurz, du hast geschrieben Lara, gehabt. bitte Moment. ausreden lassen, Sarah. Warte, Du leise musst ganz gar nichts machen. Was denkst du, wer ihr seid, Mann? Wenn Warte er mal, wo ist denn jetzt dein lieber Kommentar? für Ungerechtigkeit ist, dann soll er genauso ungerecht sein wie du. Lara, du Aber hast mich was wir gefragt, akzeptieren. Ich darauf Ich habe antworten, dir gesagt, Also, ich zitiere, Bilal unterstrich 1 sagt, der ist stark, mein Bruder. Bitte schön, erklär Oh, uns vielen das. Dank. Genau, ich finde das echt sehr, sehr stark von meinem Bruder Dersim, dass der jetzt gerade einfach alleine gegen euch beiden halt das Diskussion gerade so am Führen ist. Und zwar, Okay, was ist anscheinend daran bist du stark, auch Junge? nicht Geh mehr. mal Okay, ich habe den jetzt gekickt. Warte ganz kurz, eine. Sakura, bitte, warte, Was ich ist bin bei daran mir. stark, Menschen zu beleidigen? Genau, man hat wieder gesehen, dass diese Menschen eine Doppelmoral haben. Ja, Billa, du hast eine Genau. Doppelmoral. Und da sieht man mal, was für ein Heuchler du bist. So Weißt du, einmal was das gekickt, der Problem ist ist? voll Persim. Warte, ich lasse dich schon mit Absicht hier oben. Alles gut. Weißt du, was das Problem ist? Dass man mit Menschen wie euch gar nicht diskutieren kann. Das Einzige, was Aber sinnvoll ich ist. versuche doch dir zu helfen, aber du Deshalb bist nicht in der Lage, zu frage, lassen, was ich man habe helfen nichts, kann. mir geht's gar nichts an, was du hier Das mit Einzige, Lara, was sinnvoll diskutierst. Mir geht's gar nicht darum. Mir geht's überhaupt nicht darum. Ich habe dir gerade versucht, worum es mir geht. Ich will nur verstehen, warum du in anderen Streams hochgehst und einfach puren Hass gegen Jesiden oder Na Andersgläubige gut. verbreitest, ohne dass es einen Dialog oder eine Angriffsfläche dafür gab. Das waren Themen, die nichts mit dem Ja. Islam oder sonst irgendwas zu tun hat. Du bist einfach nur hochgegangen Na gut, und das sind hast doch jetzt deinen deine puren Hass Behauptungen. und deinen puren Hass, was du Boah, hier trägst, purer Hass. Boah, auf heftig. diese Leute. Genau, so Boah. jetzt Und das will ich wieder beide kurz verstehen. Boah. Das will ich verstehen. Du Ja. brauchst einen Psychologen, Junge. Du brauchst wirklich einen Boah, Psychologen. heftig. Purer Hass, Genau, geballte beide Hass. kurz still. Boah. Beide kurz still. Shia Hussein, herzlich willkommen. Wir haben jetzt eine Shia. Dersim, ganz kurz bitte, bevor Shia Hussein jetzt antwortet, wie stehst du eigentlich zu den Shia? Sind das auch böse Menschen für dich? Also, weil da ist ja einer jetzt gerade da. Wer Sprich ich? nur kurz. Ja, genau, du. Aber ich Dersim, heiße wie doch gar stehst du nicht dazu? der Sinn. Ich heiße doch gar nicht der Sinn. Okay, alles klar, du Muslim dann von mir als Muslim. Wie stehst du zu den Schia? Also, was ist deine Meinung dazu? Zu Zu ihnen? den wen? Zu den Zu wen? den Schia. Zu den Mia, wie hießen die? Das sind so. Oh, Lara, das Also, macht das doch gar heißt, keinen Sinn, Mann. ach Lass so, uns doch. das heißt, warte, warte, er möchte nicht antworten, das heißt, für dich sind das keine Ich Muslime, habe also sind auch akustisch böse nicht Menschen. verstanden. Akustisch habe ich es Ah, nicht okay. verstanden. Schia Hussein, bitteschön, was möchtest du sagen, darfst du? Vielleicht hat das nicht verstanden. Ich will
Der hat alles verstanden, glaube ich. Nein, Sarah, ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ja, was diskutierst du mit so einem Spinner, Sarah? Mal ganz ehrlich, wirklich. Ich nehme doch alles auf. Ich werde das alles in YouTube-Dings, weil wie ein Sunnit wieder sich blamiert. Das wird alles hochgeladen. Auch da habe ich aber Angst, Sarah. Da kann jeder mal so deine Dings sehen. Alles gut. Du machst dich so lächerlich. Du bist einfach so ein Spinner, so ein richtiger. Okay, lass mich bitte jetzt den Shia Hussein reden. Bitteschön. Vorab, es kann sein, dass ich vielleicht zwischendurch auf Sturm gehen muss, weil ich auf der Arbeit bin. Entschuldigung. Alles gut. Im Voraus. Das sind Schiiten, vielleicht deswegen hast du es nicht verstanden. Habe ich das richtig verstanden? Du heißt Lara und bist Atheist. Ja, ist Sarah, Bruder. Ich bin den agnostischen Atheist. Ich spreche doch gerade mit ihr, oder? Das ist der Klassenclown. Das ist so ein Klassenclown, weißt du? Der muss natürlich so seine Witze führe sie machen, vor. Die nicht witzig. Nee, wirklich, ich bin noch nicht lange drin, das ist eine ernst gemeinte. Das ist irgend so einer, der wurde gemobbt in seiner Klasse und so, deswegen ist er auch so. Du hast mich durchschaut, Sakura. Du bist ein Clown, Junge, keiner lacht, Mann. Du machst dich so einen Affen. Das verbinden, weil ansonsten gehe ich runter, das macht absolut gar keinen Sinn hier. So. Ich meine das ernst, ich bin noch nicht lange drin, so wie ich es verstanden habe. Heißt du Lara und bist Atheist, richtig? Mhm. Ja, ich bin agnostische Atheistin. Okay. Genau. Darf ich fragen, was deine Intention ist? Ich meine es wirklich ernst, das ist also nicht irgendwie blöd gemacht oder so. Leute, ganz ehrlich, erstens, warte mal ganz kurz, weil diese Frage bekomme ich immer. Tick, das ist irgendwie anstrengend. Also, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Du kannst ja auch fragen, ich kann genau das beantworten. Also, ich bin agnostische Atheistin, ich mache natürlich hier auch Religionskritikerin, da steht es ja auf, ich kritisiere die Religionen, sprich die menschenverachtende Dinge in den abrahamitischen Religionen. So, einmal dazu. Die nächste Sache ist mein Wunsch, das ist jetzt nur ein Wunsch, natürlich klar, es ist schwer realistisch, ne? Aber mein Wunsch ist, dass Gläubige ungläubig werden. Selbstverständlich, ne? So wie zum Beispiel die Muslime, so wie zum Beispiel die Muslime und die Christen auch möchten, dass wir Christen oder Muslime sind, ne? Das heißt sozusagen das Gegenteil. Ja, und das ist ja, und das kannst du hier auch als Meinungsfreiheit betrachten, Aufklärung, Austausch, wie dem auch sei, ne? Okay, also ich habe das ganz verstanden. Das bedeutet, im Gegenzug hast du nichts dagegen, wenn Christen, Muslime, Juden etc. Ihre Arbeit diesbezüglich verrichten und ihre Religion. Ja, natürlich nicht. Das ist doch euer Recht. Ihr könnt es doch machen. Verständlich. Das ist schon mal eine gute. Wieso soll ich denn was dagegen haben? Also es gibt zum Beispiel ich erkläre mir mal den Unterschied zum Beispiel zwischen mir und diesen Sunni, diesen Dersim da unten. Schau mal, wenn ich zum Beispiel in einem Stream sehe, Shia, also Sunniten, okay, bei Shia habe ich das jetzt nicht gehört, ich gehe mal bei den Sunniten zurück, bei den Sunniten oder bei den Christen, wenn die dann sagen, ja, alle Atheisten, sprich Ungläubige, sind unmoralisch. Ganz ehrlich, wenn ich dann solche Streams sehe, höre und auch lese in den Kommentaren, wie die uns quasi da angreifen, dann verlasse ich einfach den Stream, ja? Ich mache mir nicht mal die Mühe, mit diesen Menschen zu reden, weil ich dann sehe, dass man mit diesen Menschen nicht mal reden kann, ja? Und das bringt dann auch nicht, ne? Das sind einfach für mich Menschen, die versuchen, andere Menschen, nicht Religion, nicht Ideologien, sondern Menschen in eine Schublade zu stecken. Und das ist dann für mich schwach. Und mit diesen Menschen möchte ich auch nicht meine Zeit verschwenden, weißt du? Darf ich diesbezüglich was zu Dersim sagen? Guck mal, Dersim. Ja. Schau mal, wenn du doch deine Religion verbreiten möchtest, ist das der absolut falsche Weg, weil du lässt ja die Menschen sich Bruder, du willst mich doch jetzt nicht wirklich belehren. Ich habe aber eine Frage an Lara, Sarah. Du gehst mal auf dem Shia Hussein ein. Ich habe eine Frage an dich. Du stellst mir jetzt keine Frage ein. Nee, du stellst keine Fragen mehr. Das reicht jetzt mit dir. Aber ich möchte nur wissen, ob ich richtig zugehört habe. Du hast doch gesagt, du missionierst quasi den Unglauben. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich eben nicht gesagt. Du möchtest, dass die Leute ungläubig werden. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich missioniere. Es ist ungefähr ein Missionieren. Wieso lügst du jetzt über mich? Wieso lügst du jetzt?
Du machst doch eine Missionarsarbeit. Missionarsarbeit muss ja nicht nur... Lies erstmal die Definition von missionieren und hör auf dich. Ich habe nicht gesagt, dass ich missioniere. Bei mir ist egal, ob jemand gläubig oder ungläubig ist. Ich habe nur gesagt, das ist mein Wunschdenken. Nur Wunsch, einfach nur ein Wunsch. Das darf ich doch wohl haben, der Sim, oder ist es auch verboten? Also ist es nicht dein Ziel, dass die Leute ungläubig werden? Sag mal, bist du schwer vom Begriff? Hörst du noch nicht zu, was man mit dir redet? Ja, ist er, ist er. Deswegen er frage ich doch, Sarah. Deswegen frage ich doch. Lieber Sunnite. Ich möchte mich verstehen. Liebe Sunnite, liebe Muslim, bist du nicht in der Lage zu verstehen? Kann ich da mal kurz intervenieren? Ja, vielleicht verstehe ich doch nicht. So, erstmal ganz kurz, wir haben einen neuen Gast. Ich kann leider deinen Namen nicht aussprechen. Herzlich willkommen, guten Morgen, bitteschön. Hallo, so wie ich jetzt verstanden habe mit dem Gespräch von dir und vom Hussein, es ist nur ein Wunsch von dir, dass Leute von deinem Glauben abkommen. Habe ich das so richtig verstanden? Oh, sehr schön zugehört, ja, richtig. Oi, Leute. Leute, das ist doch, schau mal, im Endeffekt, warte mal, ganz kurz. Es ist doch im Endeffekt egal, was ihr mein Ziel ist, das spielt doch gar keine Rolle. Ich habe da oben einen Text. Ihr seid Gläubige, ja. Christen sind besser als Jesus und Muslime sind besser als Mohammed. Vielleicht mal auf mein Thema drauf eingehen und hört auch auf zu sagen, wieso und weswegen und weshalb. Es ist doch egal, das ist unsinnig, die Frage. Ganz kurz intervenieren. Ganz kurz. Aber ja, darf ich weiter an Spaghetti-Monster glauben? Ist das okay? Ja, natürlich. Natürlich kannst du an Spaghetti-Monster glauben. Wieso jetzt nicht? Jetzt bist du unfair. Jetzt, du kannst an Spaghetti-Monster glauben, du kannst an einen Jesus glauben. Du kannst an den rosa-roten Einhorn glauben, Elefanten glauben. Also ich bitte dich. Kann ich mal glauben. Das geht doch nicht. So, der Sim, kurz mal still. Der Shia Hüssen wollte was sagen. Jetzt. Ja, Hussein? Der ist stumm. Ich glaube, bei der Arbeit oder so hat er vorhin gesagt. Genau. Sarah, der neue Gast da oben, wie nenne ich dich bitte? Deinen Namen kann ich nicht aussprechen. Wie? Mich kannst du. Yasin. Yasin? Okay, Yasin, bitteschön. Ja, genau. Dein Internet. Yasin. Dein Internet ist schlecht, aber okay. Bitteschön, ja? Du meinst ja, wir sollen. Du hast da oben einen Text. Und wir sollen dich jetzt mal fragen, warum, wieso, was deine Intention ist. Aber für was bist du dann hier auf TikTok und nimmst Leute hoch und tust darüber sprechen? Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Schau mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Noch einmal. Es ist doch total unwichtig, für was und weshalb und so ich da bin. Das ist doch total unwichtig. Ich habe hier ein Thema, vielleicht mal drauf eingehen. Das ist doch unwichtig, was du gerade fragst. Also, ja, aber du hast ja hier einen Text und wenn ich drauf eingehen möchte, dann sagst du mir... Ja, ich habe hier einen Text, ein Thema, genau. Und ich habe hier ein Thema, Christen sind besser als Jesus und Muslime sind besser als Mohammed. Wie stehst du dazu? Hast du eine andere Meinung? Kannst du gerne deine Ansicht sagen? Also ich... So. Bitte? Also meine Ansicht ist, dass es kompletter Quatsch ist. Und dass dieser Live hier einfach nur dazu da ist, um andere zu provozieren. Und dieser Sakura da unten auch die ganze Zeit. Ach, liebe Muslim, möchtest du jetzt wieder deine Opferrolle einnehmen? Bist du nicht in der Lage, vernünftig zu diskutieren? Wieso möchtet ihr uns immer dominieren? Was ist los mit euch? Wieso willst du jetzt mich dominieren? Ich kann doch tun und machen, was ich möchte. Genau das Gleiche, warte ganz kurz. Genau das Gleiche war in Mannheim, weil gewisse Muslime mit dieser Ansicht von dem Bestürzen, ich feiere sie nicht, versteht mich nicht, weil gewisse Muslime mit seiner Ansicht nicht klarkommen, die wollten ihn dominieren und das ist jetzt das Ergebnis. Und so ähnlich macht ihr auch hier auf TikTok. Was ist los mit euch? Lasst doch die Menschen endlich mal ihre Meinung sagen. Bitteschön. Ich habe nur eine Frage an dich. Mehr nicht. Ganz warte kurz. Mal, Sakura, ich habe ihn doch gerade gefragt. Warte, lass ihn kurz drauf ein. Geh bitte auf meine Frage drauf ein, weil sonst bringt es nichts mit dir zu diskutieren, weil Sakura möchte auch mit dir was sagen. Also bitteschön, jetzt. Mit denen aus, das, was in Mannheim passiert ist, ich komme selber aus Mannheim und ich bin da, Muslime allgemein sind gar nicht damit einverstanden mit dem. Erstens. Doch, da gibt es genügend, die feiern. Zum Beispiel dieser Dersim, der feiert das. Ja, aber der Dersim, der tut es feiern. Der hat gesagt, der hat es gut gemacht, zum Beispiel. Der da unten, dieses Sunnit. Die Idioten, die das feiern, aber jemanden seinen. Ja, sie macht das. Du bist ein Idiot, sagt dein Bruder. Ja. Lara, ganz kurz, kann ich bitte ausreden. Ja. Menschen das Leben zu nehmen,
ist die zweitgrößte Sünde im Islam und wird nicht unterstützt. Und ich habe eine Frage. Dann ist einmal was in Mannheim passiert. Okay, haben Muslime, aber was war in Hanau? Was war in Hanau, als der Rassist in den Shisha gegangen ist und Mercedes? Jo. Ich würde anrufen und die ganzen anderen gestorben. Yasin. Und Yasin, hört zu. Schau mal, ich habe wirklich so viel Geduld mit euch, nicht mal eure Mutter hätte vielleicht Geduld. Ja, gut, aber jetzt kurz Zeit. Schau mal, die Sache ist, was das Alter angeht, kommst du, glaube ich, an unsere Mütter heran. Schau mal, die Sache ist einfach, es geht nicht darum, was andere Menschen wo, was wo gemacht haben. Das ist natürlich selbstverständlich alles zu kritisieren. Ja. Es geht lediglich darum, dass Muslime, ja, ich betone wirklich Muslime, nicht in der Lage sind, mit Kritik umzugehen. Wir leben in Deutschland, in einer Demokratie und diese Demokratie erlaubt uns auch Satire. Das heißt, wir dürfen uns sogar auch lustig machen über den Propheten Mohammed, wir dürfen uns auch lustig machen über den Jesus, wir dürfen uns auch lustig machen über Zeus, über was weiß ich, etc. pp. Das dürfen wir machen, wenn wir es möchten. Ist zwar nicht mein Stil, aber es gibt Menschen, die das machen. Und wenn wir in so einem Staat leben und dieser Staat dies erlaubt, dann haben wir das auszuhalten. Punkt. Und da kannst du nicht sagen, oder andere, nicht du oder ihr oben speziell, sondern allgemein könnt ihr nicht sagen, ja, aber es war so. Ja, das spielt gar keine Rolle, ja. Es geht lediglich darum, für mich in Mannheim, das ist ein Beweis, wozu Religionen führen können. Ja, das heißt, Menschen sind so indoktriniert, dass sie tatsächlich im Namen einer Religion Menschen Schaden zufügen. Und das ist zu kritisieren. Und da müssen wir eigentlich alle zusammenhalten, eigentlich. Ja, also ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich bin in der Schweiz, aber bitte, Shia Hussein, bitte. Damals. Wenn das nach diesem Prinzip gehen würde, dann würde die Welt schon zerfallen, weil es gibt mehr Gläubige als Ungläubige, weitaus. Hey, aber Sarah, sei doch mal ehrlich. Oh mein Gott, ich gehe runter, das macht gar keinen Sinn. Die gefährlichsten sind doch die Christen. Junge, lass mit deinem Scheiß da, kranken Scheiß da, die Leute mal aussprechen. Ehrlich, lass die Leute doch mal aussprechen. Ich hab den gekickt. Okay, Yasin, okay, der Dings ist auch runter. Was sagst du eigentlich zu das, was ich gesagt habe? Bitteschön. Tut mir leid, ich wurde gerade angerufen. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich werde angerufen. Weil das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du jetzt Dings nicht zugehört hast. Okay, dann wiederhole ich gerne das für dich. Also. Okay, hörst du jetzt zu? Bist du da? Ja, reden. Okay, also wir leben hier in Deutschland, ne? Das ist ein demokratisches Land. Hier darfst du Satire machen. Das heißt, du darfst hier über den Propheten Mohammed dich lustig machen, plus du darfst dich auch über Jesus lustig machen und andere Götter. Das ist erlaubt von einem Staat. So, dazu kommt natürlich auch diese Kritik, was dieser Michael Stürzenberger gemacht hat. Das ist auch erlaubt. Das, was ich mache, ist auch erlaubt. Das, was Sakura macht, ist auch erlaubt, etc. pp. So, Muslime und auch Christen müssen das aushalten, ja. Sie können hier nicht Selbstjustiz in einem Namen einer Religion machen. Das dürfen sie nicht, weil für mich persönlich zeigen diese Menschen, dass diese Menschen einfach nur böse sind, ja. Sie sind böse, die sind indoktriniert von einer Religion und das zeigt für mich natürlich auch, wozu Religionen führen können, ja. Und zwar Menschen dazu, dass sie solche Taten im Namen ihrer Religion machen, eventuell. Bitte schön, Yasin. Das hat ganz klar der Fall in Mannheim, der Fall in Hanau, das hat ganz klar damit zu tun, finde ich, dass diese Menschen nicht mehr klar im Kopf sind. Was gibt die Religion Muslime, die Religion Islam, was gibt die wieder, was steht da? Die zweitgrößte Sünde im Islam ist, jemanden umzubringen. Die Islam. Ganz kurz bitte, Yasin, zu meinem Mutti. Paco, hol mal bitte diesen Bilal nicht hoch, weil er meinte ja, das ist ein Hetze-Stream und deswegen soll er mal abtischen hier. Bitte nicht den Paco hochholen. Okay, sorry, Yasin, bitte. Ja. Lara, wieso lässt du einen hier noch, der schreibt, das war Notwehr? Lass ihn doch, die Leute sollen doch sehen, wie die Ticken. Das war Notwehr, schreibt er. Und das lässt du zu, quasi tolerierst du, wenn einer schreibt, das, was passiert ist, war Notwehr.
Ja, aber lass doch mal Dings. Lass doch eine menschliche Grenze. Ja, aber lass doch mal, das ist doch mein Stream, es ist doch in Ordnung. Ich weiß doch, was ich hier mache. Also Yasin, nochmal, bitte, jetzt. Der Islam gibt weiter nur Gutes zu tun und Schlechtes zu vermeiden. Heißt, der Islam gibt weiter jemanden, wenn jemand die Hand, wenn der gegenüber von mir die Hand über mich erhebt, werde ich meine Hand nicht erheben, um sie gegenüber ihm zu richten. Heißt, der Islam allgemein, wenn du dich mal damit zusammengesetzt hast, ohne Spaß, mit dem Islam und mit dem Christentum, mit irgendwas von beiden hast du dich mal zusammengesetzt? Oder hast du wirklich gar keinen Wissen? Einfach nur deine Meinung. Dieser Typ in Mannheim, der hat im Namen des Islams gehandelt, ja, weil im Islam, hör mal bitte zu, Yasin, hör mal zu. Weil im Islam ist es auch so, dass wenn du Allah, eigentlich den Mohammed, sage ich jetzt mal, du darfst nicht mal im Islam den Mohammed kritisieren. Falls das jemand tut, so wie der Stürzenberger, ja, falls das jemand tut, rechtlich gesehen, islamisch gesehen, ist es erlaubt, mit diesem Menschen das zu machen, was er gemacht hat, ja. Das ist erstmal islamisch legitim. Und dieser Typ, der wird sogar noch von deinem Allah belohnt, ja. Und wenn er jetzt gestorben wäre, der wäre sogar als ein Schahid sofort ins Paradies wäre beigetreten. Das ist erstmal deine Religion. Das heißt, deine Religion beschützt solche ekelhaftigen Taten, ja. Und du bist nicht in der Lage zu reflektieren. Okay, gut, gehe ich mal kurz. Vielleicht kann sein, du hast ja nicht so viel Wissen. Wenn du kein Wissen hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du dann deine Bücher eventuell nochmal durchliest. Darf ich jetzt reden? Bist du fertig? Ja. Das, was du gerade gesagt hast, hat mir komplett gezeigt, dass du gar keine Ahnung hast vom Islam. Weil, okay, beweis mir dann das Gegenteil. Darf ich ganz kurz reden? Ja, aber du kannst nicht einfach etwas in den Raum stellen. Das ist ja mein Typ, da beweis mir das Gegenteil. Du hast mich doch noch nicht fertig reden lassen. Von Koran und Sunna, dass das nicht stimmt, was ich gesagt habe. Einfach Gegenteil beweisen. Dann hör mir zu, dann kann ich dir das sagen. Weil ich es schon 5-mal erwähnt habe und du hast nicht einmal zugehört, wie ich das gerade merke. Ja, weil, wie gesagt, ich stehe nicht bitte überein mit das, was du gesagt hast. Das ist komplett unnötig hier gerade. Lass mich doch ausreden, dann kannst du gegenreden. Ich habe dich auch ausreden lassen. Also, es ist immer noch die zweitgrößte Sünde im Islam, einen Menschen umzubringen oder ihm Schaden zu geben, allein ist eine Sünde. Er wird nicht dafür belohnt und er wird nicht von Allah dafür belohnt oder ins Paradies gehen, wenn er so eine Tat hat. Er wird mit dieser Tat Allah rechtfertigen. Yani, wenn du mir gerade hier sagst, er wird dafür von Allah belohnt und direkt ins Paradies kommen, merke ich einfach direkt, dass du keine Ahnung hast und hier einfach bist, um einfach allgemein den Christentum, den Islam runterzumachen und irgendeine Scheiße zu labern. Weil nichts davon stimmt, was du hier sagst. Yasin, du bestätigst hier oben meinen Text. Christen sind besser als Jesus und Muslime sind besser als Mohammed. Yasin, ich empfehle dir, dass du diese Religion verlassen sollst. Ja. Egal wie du jetzt gerade eben mit mir redest, ja, egal wie du gerade eben mit mir redest, ich versuche das Gute in Menschen zu sehen. Ich glaube nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, ja, ganz ehrlich. Deine Religion hat dich einfach nur verdorben. Deine Religion hat dich leider nur verdorben. Und du scheinst auch sehr, sehr jung zu sein. Und das ist halt das Traurige. Ne, das ist sehr, sehr traurig, dass eine Religion so einen jungen Menschen wie dich unterdrückt. Das ist schon richtig heftig. Heftig. Okay, herzlich willkommen, Matt. Yasin, warte. Yasin, kannst du nicht rauskommen, weil ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Nee, du bleibst jetzt hier. Ich zwinge dich jetzt oben zu bleiben. Ich zwinge dich jetzt hier oben. Was willst du mich zwingen? Wie komme ich hier raus? Ich zwinge dich jetzt oben zu bleiben. Hör mal zu, was der Matt sagt. Und dann nehme ich dich raus. Ehrlich, eine arme Seele. Und was ist ein Hand von mir? Hör mal zu, was die Menschen sagen. Sei mal leise, bitte. Aber was heißt hier immer keine Ahnung vom Islam? Das, was der Typ gemacht hat, es gibt Passagen und Hadithe, die genau das legitimieren, was der Typ gemacht hat. Also was versuchst du hier eigentlich zu sagen? Okay, wir haben einen neuen Gast jetzt, Matt, hi. Guten Morgen. So, also ich bin genauso wie du agnostisch, das heißt für mich, ich bin komme aus einem islamischen Land. Du hast von Doktrin gesprochen, die anderen haben gesagt, die haben gefragt, warum, was für ein Ziel hast du? Das sind zwei wichtige Sachen für mich, aber diese Doktrin ist ganz wichtig, muss man auch verstehen, warum du vielleicht hier als jemand, der hier gelebt hat, ist manchmal schwer zu verstehen, woher kommt diese Doktrin? Ich kenne
diese Kultur. Darf ich dazu sagen, diese Doktrin ist mit der Politik, hat mit Politik zu tun und es hat Geschichte. Darf ich das was dazu sagen? Aber mach nicht zu lange und versuche nicht irgendwas hier zu versüßen und zu verherrlichen, weil da sehe ich nämlich auch eine Gefahr, wenn Menschen versuchen, eine Ideologie, warte mal ganz kurz, wenn ich dann sehe, dass Menschen versuchen, eine Ideologie zu versüßen und das nicht mit den Schriften links, da sehe ich dann auch eine Gefahr. Die Realität, mach nicht so lange, bitte. Ich selber versuchte zu verstehen, diese Leute, warum sie so sind, sie indoktriniert. Ja. Als ich habe es verstanden, als ich sah, was hier vor 250 Jahren passiert. Vor 250 Jahren waren die Menschen hier genau so. Das heißt, Christentum war ein Instrument der Politik, das war eine Doktrin. Und dann gab es eine Denkrevolution, die hat über ein Jahrhundert gedauert, bis man dann tatsächlich die Religion vom Staat getrennt hat. Lara, danke, dass ich hier oben war. Ich muss noch was erledigen. Dankeschön. Ja, alles klar, tschüss. Das ist ein Hintergrund. Das ist wichtig, dass man diese Doktrin versteht. Und nachdem man das, warum man diese Revolution, das heißt Aufklärung, diese Aufklärung ist dazu gekommen, damit, das sind Denker, Philosophen, die damit mitgemacht haben, um die Menschen aus dieser Doktrin und auch aus der Doktrin der Politik, weil die Politik das ausgenutzt hat, der hat Kirche ausgenutzt. Und dann hat man die befreit in der Richtung, dass man das Denken, die Vernunft des Menschen befreit und die Würde des Menschen. Ab diesem Zeitpunkt, wenn man das erreicht hat, haben die Menschen angefangen, sich zu entwickeln, produktiv zu werden. Okay, Mette, ich habe eine Zwischenfrage, ganz kurz. Wie haben Christen geschafft, beziehungsweise das Christentum mit dieser Revolution, wie haben die geschafft? Durch Aufklärungsarbeit, reflektieren und zu verstehen, ja gut, ich gehe mit dir mitmäßig, ja, wo du zum Beispiel bei Muslimen wenig sehen kannst, ja, und das vermissen wir auch im Islam. Ich erkläre dir warum, ich habe dir gesagt, das ist mit Politik zu tun. Und dann hat man das gemacht und dann kam die Anfang der 20. Jahrhundert, die Industrierevolution. Nachdem sich die Menschen befreit haben aus dieser Doktrin, haben angefangen, die Menschen produktiv zu denken, die Vernunft ist frei geworden. In den islamischen Ländern leider ist diese Aufklärung nicht dazu gekommen. Warum? Das ist jetzt meine Meinung, weil diese Diktaturen von diesen Ländern, sie nützen diese Religion als Instrument, genauso wie es hier war vor 250 Jahren, weil das ist ein sehr guter Instrument, wenn der Mensch so indoktriniert ist, wenn der Mensch kein Vernunft hat, wenn der Mensch so nicht so viel denkt, passiv wird. Das ist genau der gute Opfer für eine Diktatur. Ja, aber Mette, verstehe ich eine Sache nicht. Hör doch mal bitte zu. Nichts Politik, nicht. Es geht darum, dass das Christentum, der Islam, die Menschen indoktriniert. Das heißt, die Religionen indoktrinieren die Menschen. Und da müssen wir sagen, halt, stopp und so weiter. Das ist doch die Sache, was du, glaube ich, nicht so richtig verstanden hast. Ja, die Religion indoktriniert die Menschen. Ja, genau. Aber ich erkläre dieses Phänomen, damit man diese Doktrin besser versteht, damit man weiß, wie man damit umgeht. Eine Doktrin kannst du nicht verstehen. Für mich bedeutet eine Doktrin, ja, du liest hier ein Märchenbuch wie eine Bibel, also eine Tora, eine Bibel und ein Koran. Du liest dieses Märchenbuch, du denkst, dass es tatsächlich von einem Gott ist und du akzeptierst, warte ganz kurz mal, du bist kurz noch nicht dran, und du akzeptierst alles, was da draufsteht. Das ist für mich eine Doktrin. Das heißt, diese Menschen, die schauen nicht mal über den Tellerrand. Und da müssen wir anfangen. Soll ich dir was sagen? Also jetzt nur, dass du weißt, es gibt jetzt hier in TikTok viele Leute aus verschiedenen muslimischen Ländern, die machen solche Lives wie du, aber das sind intellektuelle Leute, die kennen den Islam sehr gut und sie versuchen, die Menschen aufzuklären und genau, also sind auch Atheisten. Vor zwei Tagen hatte ich ein Live gehabt von einer Frau, die sehr viel Erfolg jetzt im Moment hat. Sie hatte über 1 Million Likes.
Warum? Weil sie da die Macht genau, sie versuchen, diese Intellektuelle jetzt genau das zu machen, was hier vor 250 Jahren passiert. Nur, sie können das nur hier in TikTok machen, weil die Politik das nicht unterstützt. Und die Politiker jetzt, die Politiker, sie haben hier Agenten, also das heißt zum Beispiel von meinem Land, es gibt Agenten von dem Staat, die dagegen spielen, gegen diese Atheisten, weil es nicht zu ihrer Interesse geht. Ich wollte nur kurz noch mal dazu einen Punkt auch noch sagen. Es gab eine Revolution im Iran, die das noch versteckt hat in 1979. Ich bin hier in Deutschland seit den 80er Jahren. Als ich in den 80er Jahren kam hier, gab es kein Schleier. Es gab kein Bärte, kein Schleier, nicht hier, nicht in Frankreich. Das Ganze kam aus dieser Revolution. Man hat so eine Art Stolz, ein Fantasiestolz entwickelt aus dieser Revolution von Khomeini, der selber in Frankreich war. Frankreich hat diese Revolution unterstützt, weil sie Interesse haben an dieser Doktrin. Sie haben Interesse. Okay, mach mal bitte jetzt Punkt. Okay, mach mal Punkt, weil wir haben einen neuen Gast noch da. Das sind die Dinge, die muss man verstehen, bevor man diese Doktrin... Ich möchte ich muss erstmal nicht das verstehen, was du verstanden hast, aber okay, jedem ja seine. So, alles in Ordnung. Das ist jetzt deine Ansicht hier. Warte ganz kurz, nicht das, was du denkst, ist die Wahrheit, wollte ich nur mal kurz betonen. So, warte mal bitte ganz kurz. Kleiner Moment. Mali, herzlich willkommen. Bitteschön. Hallo. Also du hast vorhin einen Punkt angesprochen, mit, dass du dich hier über Mohammed lustig machen kannst und über Jesus und die Christen. Genau, das nennt man Satire. Satire in einer Demokratie ist erlaubt, richtig. Richtig, aber genau. Es gibt ja auch das Grundgesetz, was sich Religionsfreiheit und Akzeptanz der Religionen nennt. Und da ist, genau. Ist der Respekt zu den Religionen aber auch ganz groß geschrieben. Und nein. Das ist schon eine Respektlosigkeit, wenn du so etwas tust. Doch, auf jeden Fall ist das respektlos. Schau mal, Mali, ich weiß, was du sagst. Ganz kurz, du kannst ja nicht einfach die Heiligtümer anderer Menschen einfach angreifen, grundlos. Erstens, zweitens. Kannst du mir bitte eine Überlieferung zeigen, die das in Mannheim rechtfertigen würde? Ich zeig dir nichts. Nein, ich zeig dir nichts. Hör mal zu. Aha, kleinen Moment. Okay. Das, was du gerade erwähnt hast, ja, das ist eine andere Sache. Ihr könnt die Religion ausleben, dies, das, alles ist in Ordnung. Keine Demokratie, ja, sagt zu uns, dass wir eine Ideologie, Religion respektieren müssen. Ja, wir müssen nicht auch das nicht mal müssen. Das heißt, ich sage, wir respektieren die Menschen. Bei mir ist zum Beispiel, respektierst du mich, ich respektiere dich, unabhängig von einem Glauben. Erstmal dazu. Dein Glauben muss ich erstmal gar nicht respektieren und auch nicht akzeptieren. Ich kann dies ablehnen und ich kann auch sagen, meine Meinung, was ich über deinen Glauben sage. Und du musst damit nun mal leben. Und das musst du auch. Das ist leider falsch, weil in einer Demokratie musst du aushalten. Wenn wir im Grundgesetzbuch, Kriminierungsstelle Deutschland nachgucken, steht hier, verbietet Diskriminierung. Respektlosigkeit ist eine Diskriminierung, das, was du machst, wenn du gegen Mohammed und hier steht, verbietet. Ne? Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminierung wegen der Religion. Okay, warte, ganz kurz, jetzt werden wir mal kurz das mal lesen. Ich mache dich jetzt extra groß. Zeig das uns bitte noch einmal. Nee, du hast jetzt gelogen, dann Wieso lüge ich? Zeig doch mal, was du gezeigt hast. Mach an, Kamera an. Also, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminierung wegen der Religion. Ja. Genau, sehr Diskriminierung. Schön. Okay, sehr schön. Und was machen wir? Wenn Mohammed lustig macht, ist das eine Diskriminierung. Hä? Stopp, warte. Satire, was ist denn Satire? Ein Satire? Ja. Was heißt Satire? Ich rede jetzt von Respektlosigkeit. Weiß ich nicht, klär mich auf. Was bedeutet Satire? Weiß ich nicht, klär mich auf. Also Satire, auf gut Deutsch sage ich jetzt mal, bedeutet, du kannst auch über dich lustig machen, sozusagen über den Propheten Mohammed, und du darfst es auch über Jesus machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass eine Satire einen Menschen diskriminiert. Eine Diskriminierung wäre ja zum Beispiel, würde ich jetzt ein Bild von dir haben und ich hätte jetzt mich lustig gemacht über dein Bild, vielleicht du bist etwas molliger und so weiter, und ich würde sagen, hey, du Fettsack, so TikTok sportlich und mäßig, das ist was ganz anderes. Natürlich, das darfst du nicht. Das heißt Mobbing.
Genau, aber das ist auch Richtung Diskriminierung. Diskriminierung, Mobbing, das ist ja auch nicht so weit entfernt. So, wenn ich aber sage, religiöse Figuren und diese religiöse Figuren, ich mache da eine Satire drauf, das ist ja auch erlaubt, das ist auch legitim und das hat nichts damit zu tun, dass ich hier die Menschen diskriminiere oder mobbe aufgrund, wenn ich mich belustige mache über diese religiöse Figuren, weil diese religiöse Figuren, du musst eine Sache verstehen, das ist für mich nichts Reales, das ist vielleicht für euch, das ist nur in eure Gehirn drin, aber nichts Reales, verstehst du, was ich meine? Und das muss man unbedingt unterscheiden und das darf man. Es geht darum, das darfst du in einem demokratischen Land machen. Und das müsst ihr akzeptieren, Marley. Verstehst du das? So, Lara, er hat verlangt nach einem Vers. Sofort, bitte, noch ein Satz. So, ich persönlich akzeptiere dich auch, sogar wenn du vor meine Augen beten tust. Gar kein Problem. Das kannst du machen, das wird mich nicht mal stören. Ich persönlich. Es gibt dann wiederum Menschen, die stören sich. Dazu, ja, die stören sich, weil du jetzt dein islamisches Gebet vollziehst, dann musst du halt dann quasi mit deiner Gegenmeinung rechnen, ja. Aber hier, so. Guck mal, warte, guck mal, was hier steht. Satirisch ist ein Synonym der Verspottung. Verspottung kommt ja von Diskriminierung, ja, das ist ja nicht weit entfernt. Alles in Ordnung. Ja, okay, alles gut. Aber das ist da erlaubt, das ist ja erlaubt. Ja, aber das ist im Grundgesetz, dass es eben nicht erlaubt ist. Lara, darf ich ganz kurz, bitte? Du sprichst gerade gegen das Grundgesetz. Hutut, okay, Marley, alles gut. Okay, herzlich willkommen, Hutut und Frau Marley, bitteschön. Hutut, darf ich ganz kurz vorher, wenn es geht, nur ich bin ja, bitte. Weil er hat nach einem Vers verlangt und ich wollte ihm einen Vers vorlesen. Ich habe es ihm unten schon geschickt. Ja, das ist aber nicht das Thema. Das stimmt nicht, was du sagst, Mali. Das benutzen gerne Muslime diesen Paragraphen des Grundgesetzes und vermischen gerne Diskriminierung mit satirischer Behandlung. Das ist vollkommen geschützt. Solange es nämlich um die Religion geht. Durch die Satire wirst du ja nicht daran gehindert, deine Religion auszuüben. Denn das wäre Diskriminierung. Diskriminierung wäre, wenn ich jetzt ein Plakat um eine Moschee rumwickle und sage, du darfst nicht rein, weil das da steht. Aber wenn ich ein Plakat hochhalte mit Mohammed ist so und so, Mohammed ist was weiß ich, das darf ich tun. Denn nur der Mohammed selber dürfte sich darüber aufregen und dürfte mich anzeigen. Aber dann müsste er wieder aus dem Grab kommen und das tun. Alles andere ist erlaubt. Und das wurde in Gerichtsurteilen schon bestätigt. Dankeschön. Genau. Und dasselbe natürlich mit allen religiösen. Gibt es dazu auch genau, Fälle, dasselbe, oder ist das genau, wir betonen. Genau, und wir betonen, dasselbe ist mit allen religiösen Figuren, so wie Jesus, Buddha und das ist alles erlaubt. Ne? So, Hutut, du wolltest uns einen Vers vorlesen, ja, bitte. Der Mali hat gesagt, zeig mir einen Vers im Koran, die rechtfertigt, was der Mann gegen Sturzenberger getan hat. Ne? Und da gibt es einen Vers im Koran, ich weiß nicht, welche Nummer ist das, aber ich kenne das auswendig. Ein Vers ist noch besser, stärker als Hadith. Ja. Sagt, إنما جزاء الذين يقاتلون الله ورسوله أن ينفوا في الأرض أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلال. Das heißt, die Strafe für diejenigen, die Allah und seine Prophet bekämpfen, ist, sie zu vertreiben oder sie zu kreuzigen oder sie ihre Hände und Füße quer zu schneiden. Ja? Das ist die Strafe. So, Herr Stutzenberger, laut Islam, warte kurz, bitte, lass mich ausreden. Herr Stutzenberger, laut islamische Lehre, er bekämpft Allah und seine Prophet. Deswegen gilt für ihn diese Vers. Erstens. Zweitens, Muhammad a.s. sagt, wer Unrecht von euch sieht, er soll das mit seinem Herzen ändern. Wenn er nicht kann, dann mit seiner Zunge. Wenn er nicht kann, mit seiner Hand. Oder andersrum. Und das heißt erstmal mit Hand oder mit Zunge. Man rahm منكم منكر فغيره في قلبه ولسانه ويده. Du sollst gehen suchen in deine Bücher, ja? Ich zitiere was in deinen Büchern sind. Also ganz kurz, Mali, ich siehst du, das heißt Mohammed-Syndrom. Mohammed-Syndrom bedeutet Taqiyya, alles verneinen. Das heißt Mohammed-Syndrom in Islam. Ja, ganz kurz zur Klarstellung. Nein, Mali, warte zur Klarstellung. Ich werde mich,
Ich werde mich hier nicht bemühen und wir auch nicht, und tut auch nicht, aber ich rede über mich. Ich werde mich hier nicht bemühen, irgendwelche Quellen euch zu zeigen, weil auch wenn man euch Quellen zeigt und ihr seht es schwarz auf weiß, trotzdem fangt ihr an zu diskutieren. Diese Mühe mache ich nicht. Wenn du möchtest, eine Quelle von dir, das heißt, müsstest tatsächlich, wie Hudud auch gesagt hat, das heißt, du musst dich selber bemühen und selber dich belesen in deine eigene Religion. Ja, so Ich bin erstmal dazu. Schiite, ich lehne sunnitische Bücher ab, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim ist alles unauthentisch. Bring mir einen Beweis, dass das in meinen Büchern steht, gibt's Ja, nicht. okay, wenn du dagegen bist, dann wieso diskutierst du dann Mir dazu? sag ich ja, weil er Behauptungen Das ist aufstellt, doch die in nicht Ordnung. stimmen. Wenn das in deinen Schriften dies nicht steht, dann Er ist ist es doch ein Kafir, er ist ein Kafir, deswegen aber Diskussion das, zu was Ihnen. Bin ich ein gesagt hat, das ist Kafir? ja. Aber das, was Hutut gesagt hat, das ist ja ein Koranvers gewesen. Ja, aber So. der Und du Tafsir ist glaubst ja ja was an den anderes bei Koran. mir. Ja, aber der Tafsir, was ist der Tafsir? Kannst du mir das bitte erklären? Ohne Gott? Der Tafsir interessiert mich doch gar nicht. Was Ja, interessiert jetzt eine oh. Ungläubige ein Tafsir? Was Ja, interessiert mich aber jetzt der jeder Tafsir? Ich bin Koranvers doch wird ja. ungläubig. Denkst Allah du, ich sagt, werde jetzt Allah. Menschen erklärende Texte jetzt nehmen? Nein, wenn ihr Nein, sagt, der Allah sagt Koran in ist ein Surah Allahs Al-Imran. Wort, dann werden wir auch mit dem Koran Nein, arbeiten, nein, oder? guck mal, Doch, doch, Allah nicht Subhanahu wa schon? Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt in Surah 3, Surah Ja. Al-Imran, Vers 7, dass der Ta'wil des Korans nur bei ihm und der Ahlul Bayt alaihi salam ist. Das heißt, du kannst nicht Ja, einfach das ist nicht irgendwelche mein Sachen Problem, nehmen. das ist euer Ja, du Problem kannst nicht zwischen einfach, ja, du Sunniten nimmst und Übersetzungen von Gelehrten, das geht, funktioniert aber nicht. Ja, das ist nicht mein Respekt. Problem, das ist euer Problem. Also, wie Nee, gesagt, hä? das ist nicht. Weil du stellst ja Mir falsche geht einfach Behauptungen auf darum, etwas, was dass Gott wenn du selber verbietet. behauptest, es geht einfach darum, wenn du behauptest, dass deine Religion, dass dein Koran von einem Allah ist, von einem Gott, ja, damit Ja, werde ist ich er. arbeiten. Und für Ja, mich sind natürlich. die, um ehrlich zu sein, diese ganzen Hadithe und diese Tafsir, das ist für mich persönlich unwichtig. Ich arbeite mit diesen Büchern auch nicht, ja. Weil wenn ihr sagt, dass der Koran dein Gottes Wort ist, dann werde ich auch mit dies arbeiten, ganz einfach. Und der Rest interessiert mich persönlich nicht. Okay, So. aber dann Weil hast du ein gewaltiges Problem. ich mache hier keinen Islamunterricht oder keinen Christentumunterricht. Das ist hier nur Kritik. Aber dann hast du ein Problem, weißt du wieso? Weil jeder Vers, der im Koran oder in der Bibel steht, einen Herabsendungsgrund hat. Wenn du diesen Grund nicht Ja. kennst, kannst du den Vers nicht rechtfertigen und nicht verstehen. Ja, gut, das ist euer Problem, nicht mein Problem. Ja, da merkt Ja, man das wieder ist die euer. Begrenzung Nein, bei aber einigen das ist euer Menschen. Problem und nicht mein Problem. Ja, da merkt man einfach die Begrenzung bei einigen Menschen. Die haben einen Nee, Horizont, da das geht kennt ihr nicht nur um scheinbar nicht viel Begrenzen, sondern aus. man sieht halt, dass du begrenzt bist, weil du nicht in der Na, ich bin Lage auf bist jeden zu Fall nicht begrenzt. Ich reflektieren. kann über den Weil Horizont wenn hinausschauen. Mir ein, geht's schau mal, hör mal Alhamdulillah doch sehr mit zu. gut. Denk doch jetzt mal hier logisch. Hör mal zu. Jetzt denk doch mir hier mal logisch. Wenn Religion ist ein nichts mit Koran, Logik. wenn Allahs Wort, also das heißt, dein Allah braucht Menschen, um sein Wort zu erklären. Gib dir mal Nein, diese eben Verantwortung. nicht, eben nicht. Das habe ich doch gerade mit Sure 3, Vers 7 erklärt. Die Ahlul Bayt a.s. ist in Sure 33, Vers 33 fehlerfrei. Die Dein Imame haben keine Allah Fehler. ist nicht klar und deutlich. Dein Allah ist nicht klar und deutlich. Natürlich ist Allah klar und deutlich. Okay, Deswegen nein, brauchst nicht du Gelehrte. irgendwelche Ich lehne Gelehrte Gelehrten, ab. Ich lehne Gelehrte ab. irgendwelche, warte, ganz kurz, hör mal kurz zu. Ja, hör mal kurz zu. Also, diese Tafsir und diese ganzen Erklärungen, das zeigen für mich, Ahlul Bayt oder was ihr da alles denkt, das zeigt für mich, dass dein Gottesbuch nicht, wie heißt es, nicht eindeutig ist. Ja, verstehst du das? Für mich sind die anderen illegal, das interessiert mich nicht. Nochmal, ich bin ungläubig, das interessiert mich nicht. Famu Ali, bitte. Danke schön. Guck mal, ich hab eine Frage. Wenn im Koran Warte mal jetzt ganz heißt. kurz, nach Famuhali. Warte. Ja? Warte mal. Mali, Mafi oder Mali? Ich kann das nicht so gut lesen. Mali mit L. Mali, okay, sorry. Mali, du hast gesagt, du bist Schia. Richtig. Richtig. Und du wolltest einen Beleg dafür, dass das, was in Mannheim passiert ist, aus den schiitischen Lehre auch begründbar Ja, ist. bitte Richtig? Sahih und mit Nein, einer nein, 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 Isnad-Kette. nein, schau mal, schau mal, ich bin kein Gelehrter. Ich versuche nur, kennst du Salman Nein, Rushdie? guck mal, du musst erstmal die vier Grundvoraussetzungen. Nein, Warte, beantworte doch warte, warte. Mali, Nein, hör doch Menschenskinder zu. ich Hör doch mal beantworte deine zu. Frage, aber er kann Aber nicht hör doch einfach mal irgendwas und zu. doch, Moment. warte, warte. Mali, wieso sagt ihr Muslime immer so hysterisch, wenn es darauf angeht? Jetzt hört doch Ich bin mal nicht zu, wie sind hysterisch, Sie. aber er macht Aber wir es sind falsch. ungläubig, wir sind Nein, ich ungläubig. So was versuche du doch auch redest, aus das ganze. deiner Schrift, pass auf. Warte mal ganz kurz. Aber ganz kurz, Aber ich du glaube, der musst hat es mich doch immer noch nicht so verstanden. behandeln, wie ich meine Ja, Religion aber sehe, nicht wie du sie siehst. Mali, du, ja, dann bist du aber falsch in meinem Stream. Da bist du falsch in Ja, meinem aber du Stream. bestellst hier. Das ist.
Nein, du stellst ja falsche Behauptungen. Okay, aber warte, wir haben den Famali jetzt das schon wieder unterbrochen. Jetzt lassen wir doch ihn bitte kurz ausreden, weil ich habe mich auch dazu gesetzt. Sorry, Famo. Danke, Lara. Nee, pass auf, ich will gar nicht das mit schiitischen Quellen. Ich sage dir nur ein Beispiel. Salman Rushdie wurde von Ayatollah Khomeini, einem Schiit, den höchsten schiitischen Gelehrten seiner Zeit, hat er eine Todesfatwa bekommen wegen Schmähung des Propheten Mohammed. Wenn du das ablehnst, habe ich kein Problem damit, dann kannst du mir andere schiitischen Quellen nennen, weiß ich nicht, alles gut. Aber das wurde aus den schiitischen Quellen genannt, denn das Khomeini ist der waschechteste Schiite, den ich kenne. Oder? Okay, kannst du mir dann die Quelle geben dazu, worauf er sich beruht? Also die geben mir an Fatwas Quellen, also die Quelle, auf welchen Hadith er sich beruht, kannst du mir die vielleicht geben oder ist das wieder irgendeine Propagandamasche von dir? Nee, keine Propaganda. Du verneinst, dass Khomeini hat ein Fatwa gegen Salman Rushdie gegeben? Nein, das verneine ich nicht. Dann geh frag erstmal Khomeini, wo ist deine Quelle? Ja, das will ich dich, das frage ich dich. Du stellst eine Behauptung, der Koran sagt in Surah Al-Baqarah. Fragst Khomeini, Khomeini hat die Fatwa. Wir lesen nur, was Khomeini sagt. Ja, Khomeini sagt, tote Salman Rushdie. Ja, genau. Mali, schau mal. Erstens, du musst hier gar nichts glauben. Müssen musst du erstmal gar nichts. Wir erwähnen gewisse Punkte. Deine Aufgabe ist, wenn du das wirklich sehen möchtest, ob das echt ist, realistisch ist, wahr ist, was auch immer, ja, musst du, das heißt, du bist in der Pflicht dann auf der Suche zu machen nach dieser Quelle. Wir erstmal müssen gar nichts. Wir erwähnen gewisse Punkte, wir können auch reden, aber dass du hier die ganze Zeit von Quellen redest, du bist hier im falschen Stream. Noch einmal, ja. Entweder du diskutierst so und hör auf, immer irgendwelche Quellen zu wollen, ja. Weil das ist dann deine Aufgabe und nicht meine Aufgabe. So, ich bin jetzt kurz mal stumm, weil ich habe gerade Besuch. So, ihr könnt gerne diskutieren, aber so, bitte respektvoll. Also Lara, diskutieren wir hier weiter, ohne. Also ist diese Diskussion hier oder der Dialog hier funktioniert ohne Quellen? Also wir schmeißen einfach alle Argumente rein ohne Quellen. Das ist ja ein wunderbarer ich Dialog. Ich habe dir gesagt, da haben Khomeini, wir auf jeden Fall ein Grundfundament, woran wir uns halten können. Dein größter Gelehrter, Khomeini. Nein, das ist falsch. Ich folge Sistan. Guck mal, was behauptest du jetzt? Das ist alles falsch? Khomeini wurde von Frankreich unterstützt. Darf ich erklären, was ich behaupte? Khomeini ist ein Mensch, der Fehler machen kann. Deswegen möchte ich gerne die Quelle dazu, auf was er sich beruht hat, wenn du schon so etwas. Okay, was ist der Strafe von einem Imam, der ein falsche Fatwa ausgibt und dafür bezahlt einen anderen Mensch das Leben? Was ist diese Strafe von diesem Imam? Ihm auch das Leben zu nehmen. Was? Ihm auch das Leben zu nehmen. Wenn er. Salman Rushdie getötet werden, ja? Oder wurde, ja? Im letzten Anschlag. Das heißt, wir haben das Recht, sagen wir, Khamenei auch anzuklagen und das Leben zu nehmen? Ja, wenn es ohne, also wenn er keinen Hack darauf hatte, keinen richtigen Dalil, dann ja. Ja, aber jetzt, weil es gibt ein Fatwa, sagt Salman, es gibt ein Fatwa, sagt Salman Rushdie ist ein Feind von Allah und dem Prophet Muhammad und seine Strafe ist Todesstrafe. Jetzt jeder Muslim, der das ausführen kann, bekommt $1 Million auch als Belohnung. Das ist offiziell. So, jetzt jeder Muslime, der an Salman Rushdie rankommt, bekommt $1 Million. So, jetzt du behauptest, dass diese Fatwa ist falsch, ja? Nein, ich habe gesagt, der Mensch kann Fehler machen. Er ist ein normaler Mensch oder ist ein Außerirdischer. Also auch Imam Khomeini kann Fehler machen? Natürlich, auf jeden Fall. Er ist ja, du hast es doch okay, nicht jetzt, er hat einen Fehler gemacht, er hat einen Fehler gemacht und durch seinen Fehler Menschen haben ihre Leben verloren. Ja. Was ist die Strafe von diesem Imam jetzt? Habe ich dir gerade eben schon mal erklärt. Also, dass ja, dann gib mir die Quelle, gib mir die Quelle, die das sagt. Ja, klar. Nein, nicht, ich brauche eine Quelle. Jetzt nennst du mir die Quelle, wo sagt, wenn ein Imam falsche Fatwa gibt ist, und das Leben von anderen kostet, das heißt, die Strafe dieses Imams ist auch die Todesstrafe. Ach so, jetzt auf einmal brauchst du eine Quelle, aber du selber... Ja, genau, siehst du, aber du hast gibst das Argument reingeschmissen. Wir lesen dir ein Vers aus dem Koran, sag, wo steht das? Ich bin Schiite, du nimmst nicht Koran.
Und jetzt, natürlich, du gibst deine Meinung, du versuchst, den Islam so süß auszureden und süß darzustellen. Nein, Bruder, wir kennen uns richtig gut. Ich habe auch früher gelogen und ich habe immer gesagt, Islam war nicht so. Islam ist so süß, das ist Butter und Käse. Wir reden hier nicht auf einer Wellenlänge. Du verstehst nicht, was ich meine. Meine Übersetzungen der Koranverse sind anders als die bei den Sunniten. Wieso? Weil ein Arabisch... Okay, nenn mir mal Wörter, die auf das Wort Kamel im Arabischen zutreffen. Das sind 2700 Begriffe. Woher willst du welchen? Welcher Begriff? Woher willst du wissen? Welches Wort? Kamel. Welches Wort? Kamel? Ja. Hut, ich wollte nur kurz sagen. Wo ist das Wort Kamel? Kamel, meinst du das Tier oder was? Hut, kann ich dich kurz fragen? Bist du aus dem Iran? Nein, ich bin aus Palästin. Ah, okay, gut, danke. Bitte. So, jetzt, Kamel hatte zwei, also das Tier meinst du Kamel? Den Begriff Kamel. Und hatte zwei. Ja, das Tier meinst du, ja? Ja, Jamal meinst du? Jamal, Kasua, es gibt mehrere Bedeutungen, mehrere Wörter für diese Bezeichnung. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Anhand was machst du so, jetzt, aus? Jetzt, warte, meine Frage ist noch nicht. Ja, das heißt, wenn ein Jamal ist egal. Kannst du mich bitte ausreden lassen? Das ist eine Sache von Respekt. Ich weiß nicht, ob es in diesem Raum Respekt gibt, scheinbar nicht, aber ich habe dir eine Frage. Ja, wie Prophet Muhammad, er hatte viel Respekt vor den anderen Menschen. Ja, hatte er, ich bin immer noch nicht fertig. Ja. So. Woher kannst du das dem richtigen Begriff zuordnen, von den 2800 Begriffen? Also ich als Araber, ich habe kein Problem, das Tier überall zu erkennen, egal wo es erwähnt. Ja? Die ganzen genau. Gelehrten, alle aber studieren du, Sprache. Du versuchst natürlich, du suchst dir eine Bedeutung, was dir passt. Das ist das Problem. Hier, was passiert? Siehst du, ist das respektvoll, wenn du lachst? Ist das respektvoll? Wenn du Scheiße laberst, ja, ist das Respekt? Ja, weil du gerade so eine große Lüge, du hast gerade gesprochen. 2000 Begriffe für das Wort Kamel. Du bist ein Munafiq. Munafiq, ja, ich bin ein Munafiq. Und du bist ein Lügner. Hot. Wie Mohammed. Hot, ich wollte nur noch dazu sagen, nur, dass diese Revolution von Khomeini, die diese Islamismus so verstärkt hat, ich wollte noch mal sagen, in den 80er Jahren, sogar in den 90er Jahren, gab es kaum Schleier in Europa. Alles das ist die größte Katastrophe, die in der Geschichte der Menschheit passiert. Es kam zu dieser Khomeini-Revolution. Er heißt nicht Khomeini, er heißt der Wichser Khomeini. Ja, mit Nachname Wichser heißt er. Nenn ihn, wie du willst, aber das kam damals aus dieser Revolution. Viele können sich das nicht vorstellen. Ich bin in den 80er Jahren hier gekommen. Ich sah keinen Schleier in Deutschland, keine Bärte in Frankreich, in ganz Europa. Das ist eine Ideologie, die davon da gekommen ist, die hat sich erstmal in den islamischen Ländern verbreitet und jetzt hat sich jetzt in ganz westlichen Ländern auch verbreitet. Das können sich die Leute, die jetzt nach den 80er Jahren geboren sind, sie können sich das nicht sehen. Sie können das lesen, aber sie können sich das nicht vorstellen. Ich habe das erlebt. Ich bin jetzt wieder da. Ja. Ich habe nicht alles mitbekommen. Ich hoffe, es war alles gut. So, ganz kurz, ich muss da jetzt tatsächlich diesen Stream jetzt beenden. Okay, arbeiten. Ja. Klar, danke schon, Lara, an alles. Ne? Ja, Khomeini ist eine Katastrophe für die Menschheit. Und wie ich immer sagte, und ich werde das nochmal sagen, Mohammed war ein Penner und kein Prophet. Genau, aber dieser Khomeini, das ist doch dieser Typ, wo diese Fetwa gegeben hat, dass man mit Babys Schenkelverkehr machen darf und so. Ganz ehrlich, wie kann man denn sowas verteidigen? Ja, das ist der Bedo Khomeini, das ist er, genau. Er wurde von Frankreich unterstützt, er war in Frankreich, bevor er nach Iran gegangen ist. Der Westen hat diese Revolution dort auch unterstützt, indirekt. Genau, aber ich muss jetzt tatsächlich rausgehen. Ich danke, dass ihr da wart. Bye-bye, bis später dann. Tschüss.